Kürzlich hat die SPÖ-Bezirksorganisation Bruck an der Leitha auf die hochgradig belastete finanzielle Lage vieler Gemeinden aufmerksam gemacht. Die Gemeinden stünden kurz vor einer finanziellen Krise, so der Tenor der Pressekonferenz. In der Schwäche der SPÖ-Zentrale äußerten SPÖ-Bezirksvorsitzender Maschl und GVV-Obmann Hammer Besorgnis über die knappe Finanzdecke der Gemeinden. Trotz aktueller Budgets für 2024 drohten bereits Angebotskürzungen. Aus Sicht der SPÖ und der Region hier, dass der Bezirkspartei, aber auch der Gemeinden, ist das alles nicht so rosig, wie es in den Medien immer verlautbart wird. Finanzausgleich, ganz kurz zur Erklärung, ist die Verteilung des großen Steuerkuchens zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, wobei die Gemeinden hier eigentlich das kleinste Rad sind und sich nicht bewegen können. Das heißt, wir sind abhängig von den Entscheidungen, die der Bund und Länder gemeinsam treffen. Und aus unserer Sicht sind hier schon noch einige, viele, viele Fragen, wichtige Fragen offen. Weder die Steigerung von der Vertikalfinanzierung auf 14% wurde umgesetzt und von den kommunalen Zukunftsfonds, das Geld kommt auch nicht zu den Gemeinden, beziehungsweise wir wissen nicht wann und wo und welche Richtlinien gemacht werden, und das Geld fehlt natürlich. Die Politiker betonen, dass zugesagte Gelder nicht in den Gemeinden ankommen. Der 12 Milliarden Euro Zukunftsfonds für Österreich würde nach Berechnungen 208 Milliarden Euro für Niederösterreich bedeuten. Schwächert könnte 2,5 Millionen Euro erhalten, aber diese Gelder sind nur über Förderanträge verfügbar, was Bedenken bei der SPÖ auslöst. Wir kriegen es mit, auf die Gemeindevertreter. Aber der Bürger selbst hat von diesen Maßnahmen momentan wissen sie noch gar nichts oder spüren auch gar nichts. Unerwartet hohe Lohnerhöhungen von 19,5% für Gemeindebedienstete belasten das Budget zusätzlich. Steigende Baukosten, höhere Kreditzinsen und Energiekosten verschärfen die finanzielle Lage. Die Forderung der Gemeinden war ja, auf 14% vom Gesamtsteuerkuchen hier zu gehen. Dringend erforderliches Geld, das ist leider ausgeblieben. Und ich bin gespannt, wie wir all die Dinge und die Herausforderungen in der Zukunft, sei es in der Entwicklung, sei es in den Bildungseinrichtungen, sei es in der Gesundheit, sei es in der Pflege, hier stemmen müssen. Denn immer mehr Personal, neue Leistungen, neue Aufgaben bedeutet mehr Personal, mehr Gebäudekosten, mehr zum Erhalten. Die Infrastruktur, der Erhalt der Infrastruktur kostet auch immer mehr Geld. Und wenn wir nicht mehr Geld bekommen, dann geht sich die Rechnung nicht aus. Maschl und Hammer betonen, dass Gemeinden mehr Aufgaben übernehmen, ohne angemessene finanzielle Ausgleiche zu erhalten. Wohin die versprochenen Milliarden fließen, bleibe unklar. Mangelnde Finanzmittel könnten zu erheblichen Einsparungen bei kommunalen Leistungen führen. Das sind natürlich alles die Dinge, die die Bevölkerung dann auch hautnah spüren wird. Braucht man ansprechen. Wo kann eine Gemeinde wirklich Geld sparen? War zum Beispiel Öffnungszeiten Kindergarten und andere Beispiele wie Parks, Förderung für Vereine. Das sind Sachen, wo aber Potenzial da wäre, dass die Gemeinden aber nicht machen wollen, weil es natürlich für die Bürger ist. Aber irgendwo muss man irgendwann einmal anfangen zu sparen und Potenzial zu finden. Und dass man sich über das Gedanken macht, ist eigentlich der Grund, weil die Geldflüsse ausbleiben. Die Aufgaben werden immer mehr, aber das Geld wird immer weniger. Wir sind hier mit einem Zwischenspiel konfrontiert, dass wir auf der einen Seite sehr viele gesetzliche Auflagen zu erfüllen haben, die auch mehr Geld kosten. Aber der Bund und Land stattet die Gemeinden mit immer weniger Geld aus. Und dieses Spiel geht sich nicht mehr bald aus. Und das ist unser Appell heute an die regierenden Personen in unserem Land, doch achtsam auf die Gemeinden zu sehen und unsere Rufe und Warnungen auch ernst zu nehmen.